Hallo liebe Zuschauer, da bin ich mal wieder. Euer Variel. Ich habe mir hier mal drei so ja, drei Verbindungen geholt aus dem Steam Workshop, die von der Autobahn runtergehen. Und die schauen wir uns doch heute mal an. Ich werde mich jetzt dann gleich anfangen. Also, ich habe mit dem Wasser ein bisschen weiter gemacht, aber dann beschlossen, da die laufende Kosten verursachen, dass ich es jetzt aufhöre. Keine weiteren Wasserleitungen setze. Ich habe schon ziemlich viel. Und die erst setze, wenn sie denn benötigt werden. Also dann aber halt immer wieder eine ganze Linie und nicht mit drin aufhören. Aber jetzt erst noch, wenn sie wie gesagt benötigt werden. So, wir schauen uns jetzt einfach das Ganze mal an, wie ich den momentan so gebaut habe. Also, ich habe nur das weiter gebaut und Abwasseranlagen gesetzt. Ich glaube, ich fange jetzt an, das erste Wohngebiet zu bauen. Und das wird wahrscheinlich hier bei Moore Square hier irgendwo sein. Geht aber Erz, aber Graswiese. Müssen wir gerade schauen, wo wir jetzt denn hinbauen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal an. Zuerst das Wohngebiet etc. zu bauen. Erstmal pausieren. Und dazu holen wir uns so eine. Oh shit. Jetzt weiß ich nicht, natürlich nicht, welche ist. Die schaut eigentlich schon mal ganz gut aus. Was ist das für eine? Ja, eine kleine. Sieht auch ganz cool aus, aber ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Ich glaube, ich nehme die in der Mitte. Wird die hier irgendwo platzieren? Ich glaube, hier wird gleich mal mehrere platzieren. Sind echt groß, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir auch hier auf jeden Fall genügend. Okay, ich hätte vielleicht. Ich reiß die hier doch nochmal ab. Die letzte. Alles ab. Wie sehe ich gerade, ich muss einiges upgraden. Hier schön brav. Die Lärmschutzdinger. Das sind viele. Gleich rückgängig machen. Gut. Die Taste hier irgendwo. So muss ich die auch nochmal abreißen. Jetzt wird unser erstes Wohngebiet werden. Und mein Ding. Das wird wahrscheinlich eher zusammengebaut mit Hochhäusern, um mal anzufangen, Geld zu kriegen etc. Lärmschutzstraßen.
Passt auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was der Unterschied zwischen dem Tool und dem anderen Tool ist. Und zwischen dem hier und dem hier. So, dann haben wir das. Oh, ich muss jetzt nicht so viel Fisch. Gott. Wenn wir kurz abreißen. So. Ja, das auch nochmal ab, das schaut nicht schön aus. So. Gut, was haben wir hier? Eine vierspurige Straße, glaube ich. Nee. Genau, keine Verbesserung möglich, das wollen wir eh. Die erweitern wir mal einfach mal ein bisschen hier lang. Boah. Können wir uns auf die Seite hier erweitern. Da gerade noch nicht, aber gleich würde das wollen. Ich bin mir sicher. Das könnte hier ein kleines Problem werden. Aber das juckt mich jetzt so ehrlich gesagt nicht so ganz. So, und hier bauen wir auf. Die letzte Stelle. Achso. So, gut. Das sind zwei Gewerbegebiete. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich das ganze Dorf hier auf Stelzen bauen soll. Weil die ganze Autobahn, was ich glaube ich auch machen werde. Kann man das unten durchbauen? Jo, es geht. Super. Genau das will ich. Genau so machen wir das hier. So, da kommt dann nämlich Bürogebäude und so rein. Keine Ahnung, irgendwas. Und das wird auch erstmal unsere Zentrale. Hier wird es einen Bahnhof geben. Denn kein Güterbahnhof, bei den könnten wir eigentlich auch machen. Und den werden wir auch wahrscheinlich machen. So, hier kommen die zwei Bahnhöfe hin. Ein Personenverkehr. Und einmal der andere Bahnhof. So, da schauen wir mal, wie wir die dann laufen lassen. Wo sind denn die nächsten Schienen? Hier. Na gut, das können wir dann entscheiden.
Wenn es so weit ist, ich werde jetzt erstmal anfangen, die Seite hier zu bauen. Und zwar wird das noch eine eng dicht besiedelte Gegend. So, ja, irgendwie so. Mal zwei. Und dann kommt wieder eine doppelte. Eine große. Puh, 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 das gefällt mir jetzt eigentlich doch gar nicht. Reiß mal wieder ab. Dann wir das jetzt hier nochmal abreißen. Ich muss schon alles ein bisschen gleich sehen. Also, hier haben wir eine große, kommen zwei kleine. Dann kommt eine vierspurige, oder in dem Fall gleich die sechsspurige. Und wieder zwei kleine. Dann eine vierspurige. Sechsspurige erstmal ausbauen. Also genau, hier waren die zwei kleinen, dann kommen wieder das da zweimal. Nochmal, genau, da wollte ich den Schritt. Und dann die sechsspurige. So, hier auf der Seite das gleiche. Trifft den einen Punkt nicht. Ups. Und da muss ich noch was machen. Das wollte ich nämlich so nicht. Die sollen keine Verbindung hier haben. Nur die Bussen mit zu viele Verbindungen verursachen Stau.
Okay, muss man hier mal kurz. Was rausbauen. Das weg, das weg, das weg. Das weg, auch alles weg. So, jetzt nehmen wir hier zum Testen werden. Brauchen wir noch eine sechsspurige? Genau. So, und das sind hier wieder. Sind hier alles abgerissen. Nach hinten bauen wir jetzt mal eine vierspurige. Hier rüber. Ob ich diese lasse oder nicht. Wahrscheinlich eher zu einer sechsspurigen upgraden. Das machen wir gleich. So, dann überall wieder die erste abreißen. Ich weiß auch, wie ihr jetzt denkt, dass das bestimmt komisch ausschaut, was ich jetzt hier mache. Aber das soll alles nicht so haben. So in der Mitte. Ungefähr in der Mitte. Was das hier ist. So eine vierspurige durchgehen. Und dann hier. Das ist zumindest geplant. Ich weiß nicht, ob mein Plan jetzt hier so gut ist. Oder ob ein totaler Fail ist. Aber so machen wir das jetzt. Das hier ist das Ende. Ja. Das Ende wird nämlich schon verbunden. Habe ich gerade beschlossen. Jetzt gehe ich mal. Jetzt sehe ich da nicht mehr, wie weit ich bin. So, noch einmal hoch. Und hier auch noch verbunden. So, das ist dann so mein erstes Wohngebiet. Lassen wir auch gleich mal Bürger einziehen. Ah ne, warte mal, das ist hier Gewerbegebiet. An den großen Straßen. Hoffe ich doch auch, dass das dann reicht, ein Gewerbegebiet. Ich bezweifle es, deswegen lassen wir jetzt die zwei noch. Warte mal, wir haben zwei links, zwei rechts.
Ja, 1, 2, 3, 4. Irgendwie so. Genau, so. Und hoffen wir, dass es genügend für Gewerbegebiet ist. Und schauen, ob die ersten Leute denn kommen wollen. Wir haben noch gar keinen Strom, fällt mir gerade ein. Lieber dann nehmen wir doch mal so ein Kernkraftwerk zum Doofes. Das setzen wir hier dazu. Das muss neben der Straße platziert werden. Müssen wir nochmal schauen, wo wir das denn hin tun. Aber das machen wir hier. Hier geht einfach mal eine Straße weg. So nicht. Highway-Auffahrten und Abfahrten. Komische Auffahrt, aber was soll's. So. Genau. Hier haben wir jetzt in Sicht das Kraftwerk hier hin. Das verbinden wir dann gleich mal mit. Ich hoffe, dass wir früher oder später dann löschen zu können. Gut. Jetzt brauchen wir natürlich hier unser Krankenhaus, einen Friedhof, und ein Krematorium. Feuerwehr darf natürlich auch nicht zu spät kommen. Die Polizei erst recht nicht. Hier soll es natürlich dann auch noch Schulen geben. Und mein gebildetes Viertel. Müll. Ja. Machen wir hier mal hier hinten wo irgendwo dran. Müll muss es ja leider geben. Muss ich auch irgendwo loswerden. Das interessiert mich gerade nicht so sehr. Genau, jetzt noch ein, zwei Parks. Und klatschen. Sind sie vom neuen Gebiet, die Leute auch wieder happy, hoffe ich. Ja, ich weiß, es gibt Bürogebiete, aber die würde ich noch nicht. So, haben wir hier unsere ersten Sachen. Die ersten Leute sind angekommen.
Jetzt wird's. Es geht echt langsam voran. Stellen lassen wir mal so, wie es sind. So, schauen wir mal, wie das Verkehrsaufkommen bis jetzt so ist. Alles noch grün, hier alles schon chillig. Wir haben aber auch schon wieder lange über die Zeit. Deswegen verabschiede ich mich erstmal wieder von hier. Mich hier von euch. Bis dann, ciao.